Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeichne ich Möpse. Und bevor jetzt die Männer unter meinen Zuschauern sagen, juhu, endlich, es geht um Hunde. Ich muss euch enttäuschen. Und auch da nur um einen Hund. Ich zeichne also heute einen Mops. Für die, die nicht wissen, wie ein Mops aussieht und welchen ich mir als Vorbild nehme, dann zeige ich euch hier mal Pauli. Pauli ist eine Mops-Dame und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich ihr Aufwache-Video hier benutzen darf. Pauli könnt ihr auch folgen. Ich verlinke euch das gerne mal in der Videobeschreibung. Und die hat nämlich einen eigenen Kanal. Pauli reist nämlich gerne. Und jetzt zeichne ich einfach mal einen Mops. Und da nehme ich mir quasi Pauli als kleines Vorbild, weil Mops sieht ein bisschen anders aus als so ein Hund, den man einfach so drauf loszeichnet. Und muss man mal gucken, wie so ein Tierchen aussieht, damit man auch die charakteristischen Sachen zeichnen kann. So, also ein Kopf ist logisch, ne? Jetzt muss ich erstmal ein bisschen gucken, weil die Augen bei einem Mops ein bisschen weiter auseinander stehen, als wenn ich jetzt einen anderen Hund zeichnen würde. Weil in die Mitte kommt dann auch diese kleine Nase. Das mache ich mal hier so. Sieht noch nicht aus wie ein Hund, ne? So, hier kommt der Mund. So, da muss ich mich jetzt echt langsam rantasten. So, es könnte jetzt noch alles Mögliche werden, würde ich sagen. Das passt hier noch nicht so hundertprozentig. Zwei Zähne. Ich mache einen offenen Mund. Also es wird jetzt auf keinen Fall ein schlafender Mops, sondern der Mops ist aktiv, was Möpse ja auch gerne sind. So, jetzt muss ich gucken. Es müsste ein bisschen größer werden. Deswegen zeichne ich übrigens auch vor. Die Nasenlöcher. Kopf könnte noch so ein bisschen faltiger sein hier oben. So, Möpse haben charakteristisch so Falten im Gesicht und einen etwas breiteren Kopf. Und jetzt mache ich hier mal den Körper schon und der ist eher klein. Also wenn ich jetzt hier den Mops zeichne, ist der Körper eher ein bisschen gedrungener. So, das ist ja bei einem richtigen Mops auch so. So, und hier hinten kommt der Schwanz, der gern mal so eingerollt ist. Klänge ist ein bisschen wie beim Schwein, würde ich jetzt mal sagen. So, Ringelschwänzchen dran. Und dann wirklich kurze, dünne Beine. So. Und hier unten eben noch dann die Füße dran. So. Hier deute ich dann so ein bisschen die einzelnen Finger. Nee. Wie heißen denn diese Teile an der Pfote dran? Sind das Finger, Füße, Zehen? Keine Ahnung. Auch hier wieder, wer das weiß, bitte in die Beschreibung. Ich könnte es googeln, aber ich zeichne ja gerade. So, die Pupillen. Und dann natürlich Ohren. So ein bisschen runterhängen. Ja, auf der anderen Seite auch eins. So, dann ist das doch schon mal eine ganz gute Basis. Hier möchte ich das noch mal ein bisschen dicker, noch ein paar Falten andeuten. Ja. Und dann, denke ich mal, ist das schon mal eine ganz okaye Vorzeichnung, die ich jetzt natürlich ausmale, also nein, noch nicht ausmale, sondern erstmal die Outlines ziehe. So. Jetzt fange ich erstmal mit einem etwas dickeren Stift an, hier die Außenlinien nachzuziehen. So. Hier auch. So. Einmal so ein bisschen kreuz und quer. Ihr seht, dass ich einem System folge, nämlich keinem. So. Dann die Beine. Und die Pfoten. So. Die Pfoten mache ich jetzt wirklich sehr simpel. Das ist vollkommen ausreichend. Da muss man sich jetzt nicht in Details verlieren. Nochmal den Rest vom Kopf und das Ohr. Die Augen mache ich mit einem dünneren Stift, damit die nicht so zu eine dicke Linie haben. Das finde ich nicht ganz so schön.
Und da hier unten an den Pfoten auch ein bisschen Feinarbeit gefragt ist, nehme ich auch hier einen etwas dünneren Stift. So. Hier nochmal. So. Okay. Mache ich erstmal hier das Auge und hoffe, dass mir der Kreis halbwegs gelingt. Jawohl. Und hier auch, damit ich da die Lücke fülle. Okay, das passt. Kleine Nase. Nasenlöcher und eben der Mund. Gut. Die kleinen Zähne und halt den Rest vom Mund mit der Zunge. Und okay. Jetzt mache ich hier mal die Pupillen. So. Und hier auch. Ein paar Falten rein und hier unten am Körper natürlich auch noch. So. Hier mache ich das ein bisschen dunkler, so einen leichten Schatten andeuten. So, okay. Also ein paar Pünktchen ran, ein bisschen leichte Schraffur angedeutet. Und dann mache ich das im Mund hier auch noch. Und der kriegt auch noch so, da wo die Barthaare sitzen. Hier nochmal. So. Gut, ein bisschen dunkler machen, ne? Ja. Okay. Ja, hätte ich mir das Schraffieren auch sparen können, aber gut. So, hier noch ein bisschen. Und dann geht es auch schon ans farbig machen, beziehungsweise in diesem Fall wird es nicht ganz so farbig, denn Möpse sind nicht ganz so farbenfroh. Und diesen Mops werde ich jetzt mit meinen Markern gleich anmalen. Aber vorher radiere ich noch und da muss ich jetzt echt aufpassen, damit ich die Farbe nicht verwische. Weil ja, ich will euch jetzt nicht so lange warten lassen, bis die Farbe hundertprozentig getrocknet ist. Das wäre nicht ganz so super, weil dann verschmiere ich das und muss nochmal von vorne anfangen. Das will ich jetzt hier vermeiden. Und das wird mir gelingen, weil sonst hätte ich das Video nicht hochgeladen. Kleiner Spoiler. So, geht, ne? Ja, ganz vorsichtig drüber rubbeln. So, kleiner Mops. Gut. Ja, das ist jetzt also der Mops radiert. Und jetzt nehme ich mir die Farben mehr so grau. Ich mache den Hund jetzt nicht in dieser Pauli-Farbe, weil Pauli ist ja eher schwarz gewesen. Das wäre mir jetzt zu dunkel, deswegen mache ich diesen Hund einfach grau. So, da gibt es verschiedenste Grautöne, die ich habe. Ich fange jetzt mit einer helleren Farbe, mit einem helleren Grauton an. Und ja, mal erstmal drauf los. Dunkler werden kann man immer noch. Heller werden ist dann mit diesen Markern schwierig. So. Wenn ihr das jetzt mit Bleistift zum Beispiel ausmalen würdet, dann wäre das nicht ganz so dramatisch, weil dann könnt ihr immer noch ein bisschen radieren. Das geht hier mit dem Marker nicht ganz so super. So, jetzt male ich einfach mal ganz dilettantisch drüber. So. So. Immer mal wechseln, weil der Stift hat oder der Marker hat eine dickere oder dünnere Seite und da wechsle ich dann immer mal hin und her, je nachdem, wie viel Fläche ich hier ausmalen muss. Also ich nehme jetzt keine andere Farbe, wenn der Stift mal kurz verschwindet, sondern ich tausche einfach hier die Seite. So, jetzt male ich das hier erstmal alles aus. Jo. Ich mache ihn erstmal wirklich komplett grau, als Basis sozusagen. Auch. So. Und hier nochmal. So. Wenn einfach noch ein bisschen weiß durchblitzt oder so, das ist gar nicht so schlimm. Finde ich jedenfalls. So. Okay. Gut.
Das war Grauton Nummer 1. Und jetzt nehme ich einen etwas dünnere, nicht dünneren, etwas dunkleren Grauton und male jetzt hier an einigen Stellen nochmal drüber, um so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Farbe, nein, ein bisschen mehr einen Verlauf reinzubringen, damit es ein bisschen spannender aussieht, als wenn das Hühnchen jetzt nur komplett grau wäre. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu wenig. Die Ohren sind bei einem Mops meist ein bisschen dunkler als der Rest des Körpers. So ist nämlich nochmal einen anderen Grauton. Und arbeite da gleich nochmal weiter. So, wie gesagt, die Ohren werden etwas dunkler. Deswegen mache ich die gleich etwas dunkler. So. Okay. Jetzt mache ich die Nase, weil das Gesicht ist bei einem grauen Mops auch eher dunkler. Also um die Nase rum und so ein bisschen um die Augen. Deswegen mache ich das jetzt auch dunkler. Bei dem Mustermops, den ich vorher hatte, der ja dunkler war, da war es im Gesicht etwas heller. Also ja, da, je nachdem, ob ihr einen Hund darstellen wollt, einfach mal drauf gucken, was da so besonders ist und dann baut ihr das entsprechend ein. Ich überlege gerade, ob ich hier noch um die Augen ganz, ganz zart. Ja, das geht so. Weil die Augen sind auch meist ein bisschen schwarz umrandet. So. Okay, na, das geht auch schon mal in die richtige Richtung. Ich mache die hinteren Beine auch ein bisschen dunkler, die sozusagen im Schatten des Körpers sind. Hat man so leichte Tiefe drin. Und jetzt kann ich auch noch die Zunge anmalen. Und dann haben wir das auch fast schon geschafft. So, das Video wird heute nämlich etwas kürzer. Ich mache jetzt aber trotzdem nochmal hier ein paar ja, Falten und Details mit rein. Nur so ein bisschen. Das mache ich dann mal ganz gerne nochmal hinterher, wenn ich mit dem Marker drüber gegangen bin. Ja, dann ist das von den Farben her noch ein bisschen besser und man verwischt es dann auch nicht. Also was kann immer noch mal passieren. So, jetzt kommt hier noch mal ein ganz klein wenig ja, Schatten. Also irgendwie, ich erde den Hund ein bisschen. Und dann sind wir auch gleich durch. Auf der rechten Seite ist jetzt natürlich noch Platz. Da könnte jetzt noch was hingeschrieben werden, weil es ist ein Postkartenformat. Und da könnt ihr dann noch irgendeinen Text hin oder was auch immer. Also, ja. Falls ihr euch wundert, warum da Platz ist. Jetzt kriege ich hier nochmal meinen Namen drunter und das Datum. Und damit ist der kleine Mops fertig. Wenn ich jetzt hier nochmal so einen kleinen Spucke-Tropfen mache, dann bin ich zufrieden. Und ja, wenn ihr Bock auf Möpse habt, dann folgt doch mal Pauli. Und ja, wenn ihr selber mal einen Mops gezeichnet habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir den mal zeigen würdet. Am einfachsten vielleicht bei Instagram einfach einen Mops hochladen. Verlinkt mich tobiwagner.de und dann sehe ich das und dann freue ich mich. Also ja, fangt doch mal an, Möpse zu zeichnen und ist ganz interessant. Also macht wirklich Spaß, weil die eine schöne Form haben. Ja, mein Rat an euch, zeichnet mehr Möpse. So, ich bin jetzt fertig, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Danke euch fürs Zusehen und sage bis bald. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ja, das Übliche am Ende. Abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden, folgt mir auf Instagram oder Facebook oder besucht meine Homepage. Das erwähne ich jetzt hier gar nicht. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Ich zwinge keinen. Trotzdem, danke, wenn ihr das macht.